Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 100 Tage, 100 Wochen, 100 Monate, bei der wir Mitarbeitende der Bundesbank vorstellen. Heute mit Matthias. Matthias, wir haben es gerade mal durchgerechnet. Du bist seit 194 Wochen mit dabei. Das ist etwas mehr als 4 Jahre. Und du hast mir erzählt, du bist im Bereich KI mitverantwortlich. Aber den Namen der Abteilung konnte ich mir nicht merken. Wie hieß der Name der Abteilung und magst du dich einmal kurz vorstellen? Ja, sehr, sehr gerne. Ja, ich bin Matthias Rumpf und bin jetzt Leiter des Service and Community Centers for AI oder kurz SKY nennen wir das Ganze. Und ja, mein Team ist ein Wegbereiter für KI in der Bundesbank und wir wollen die Bundesbank AI ready machen. Jetzt bist du seit 4 Jahren mit dabei bei der Bundesbank. Wie bist du damals auf die Bundesbank als Arbeitgeber aufmerksam geworden? Ja, ich war 10 Jahre lang an der Goethe-Uni, habe erst meinen Bachelor da gemacht, dann promoviert, habe mich viel mit Datenanalyse beschäftigt, nebenbei noch Informatik studiert, weil das sehr, sehr hilfreich war, programmieren zu können bei der Datenanalyse. Und dann habe ich mich gefragt, 10 Jahre Uni reicht, wohin geht die Reise denn? Und ich habe mich umgeschaut, ja, wo kann man denn was Gutes tun, bei der Gesellschaft einen Beitrag leisten. Und viele meiner Kollegen waren schon bei der Bundesbank, sind aus der Goethe-Uni zur Bundesbank gewechselt und ich habe nur Gutes gehört und bin deswegen denen auch gefolgt. Was sind jetzt deine konkreten Aufgaben im Bereich KI? Meistens macht man so einen kleinen Prototypen, schaut, ob KI für den Anwendungsfall eigentlich wirksam ist. Und dann gilt es, das Ganze in die Geschäftsprozesse und auch in die IT-Infrastruktur zu integrieren. Würdest du sagen, die Bundesbank als Behörde kann da mit der freien Wirtschaft mithalten? Absolut. Also ich habe auch angefangen bei einer Kapitalanlagegesellschaft. Damals habe ich noch VBA und Excel benutzt. In der Bundesbank haben wir das zum Glück überwunden. Wir haben eine sehr, sehr große Datenanalyseplattform, die auf Hadoop basiert, wo man auch Spark-Algorithmen drauflaufen lassen kann. Also verteiltes Rechnen, verteilte Datenanalyse auf einem großen Cluster. Wir haben einen S3 Object Store, ein Kubernetes Container Cluster und damit eigentlich eine sehr, sehr moderne Infrastruktur, um auch Datenanalyse-Applikationen selber programmieren und in Produktion überführen zu können. Jetzt ist die Bundesbank ja als Behörde im Auftrag der Gesellschaft tätig. Wie würdest du sagen, unterstützt die Arbeit deines Teams den gesellschaftlichen Auftrag? Ich glaube, man hat es gemerkt, dass eine Krise nach der anderen folgt. Und notwendig, dass wir analysieren, wie entsteht eine Krise, woher kommen systematische Risiken und wie können wir diese Risiken mitigieren. Und dafür brauchen wir eine Datenanalyse, die aber auch schnell durchgeführt werden kann. Wie groß ist dein Team? Wir werden so ungefähr 9 bis 10 Leute sein. Davon 4 KI-Experten, die Stephanie Collet und mich in der Leitung. Und dann noch ein Team von 3 Engineers, die sich um die IT-Infrastruktur kümmern und auch beim Programmieren von Applikationen helfen. Wenn du sagst, sein werden, heißt das, ihr seid noch auf der Suche nach neuen Kollegen und Kolleginnen? In der Bundesbank werden wir immer auf der Suche nach Talenten sein. Konkret haben wir 3 Stellen ausgeschrieben im Bereich Engineering und auch noch einen weiteren KI-Experten. Was würdest du denn zukünftigen Bewerbern und Bewerberinnen mitgeben? Warum sollen die sich bei der Bundesbank bewerben? Was gibt es für Vorteile? Wir suchen auch die vielen Fähigkeiten, die jedes Individuum mitbringt. Also man sollte man selbst sein im Bewerbungsgespräch. Und die Vorteile sind, arbeiten wir zentralbereichsübergreifend. Also das heißt, man kann sich in vielen Themengebieten einarbeiten. Auf der einen Seite Digitalisierung allgemein, IT-Wissen ist gefragt, Programmierwissen ist gefragt, aber auch ja, das Coachen von Projektteams zum Beispiel im agilen Umfeld ist sehr, sehr wichtig. Wir haben eine sehr, sehr gute Work-Life-Balance. Unsere Gleitzeitstunden verfallen nicht. Und neben diesen Vorteilen, was macht dir besonders viel Spaß an der Arbeit? Dass ich alle meine Fähigkeiten einbringen kann. Und jetzt in meiner Position darf ich die Fachbereiche zusammenbringen mit der IT. Wir begleiten Projekte und da ist meine Aufgabe dann nicht mehr im stillen Kämmerlein zu sitzen und zu programmieren, sondern diese Bereiche zusammenzubringen und gemeinsam erfolgreich zu sein. Ja. Würdest du sagen, die Bundesbank fördert auch diese persönliche Weiterentwicklung? Ja, definitiv. Wir haben ein sehr, sehr breites Weiterbildungsangebot und ich weiß auch, dass inzwischen gefördert wird, wenn man sich privat noch darüber hinaus weiterbilden darf.
Da kriegt man Zuschüsse von der Bundesbank. Matthias, vielen lieben Dank für deine Zeit und für diese wirklich spannenden Einblicke in deinen Berufsalltag. Ja, und wenn Sie sich eben auch für diese Stellen interessieren oder für die Bundesbank als Arbeitgeber, dann schauen Sie doch bei uns auf der Webseite vorbei unter bundesbank.de/karriere. Dort finden Sie alle aktuellen Jobausschreibungen und viele weitere Informationen rund um die Bundesbank. Matthias, vielen lieben Dank und ja, hat Spaß gemacht, dieses Interview mit dir zu führen. Danke, hat mich gefreut.